Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Heute das Thema Sitzordnung im Feuerwehrfahrzeug und wie man, wenn man so sitzt, hinterm Fahrzeug antreten kann. Ich werde euch zeigen, warum das eigentlich recht einfach ist, wenn man es einmal begriffen hat. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir gleich an. Ihr werdet schon sehen, das ist genial. Wir gehen jetzt gleich vor und fragen erstmal, warum sitzt man so im Fahrzeug? Und warum ist das so genial? Und das ist genau der Punkt. Derjenige, der sich die FEDV3, da oben steht's, wer sich die ausgedacht hat, die Sitzordnung, der war in meinen Augen ein Schachspieler, der hat sich das alles ganz genau überlegt. Und es hat viele Vorteile und ihr werdet sehen, seid gespannt, wie die Sitzordnung im Fahrzeug ist. Hört auf, diese Kürze zu merken, siehste Anton, siehste, alle wollen wir mit und was weiß ich. Nein, verstehen und dann werdet ihr sehen, ist eigentlich logisch. Okay. Fangen wir an. Im Beispiel mit einem TSF. Ja? Ein kleines Fahrzeug, allerdings mit Gruppenkabine. Das heißt, wir haben hier vorne, das ist Fahrtrichtung nach vorne, Fahrersitz, Beifahrersitz und diese Gruppenkabine von diesem TSF. So, in einem TSF, da passt ja eine Staffel rauf. Ne? Das heißt, die Staffel sieht so aus: Man hat einen Staffelführer, einen Maschinisten, einen Angriffstrupp. Angriffstruppführer, Angriffstruppmann und Wassertrupp. Wassertruppführer, Wassertruppmann oder Mitglied halt. Ne? Wenn ich manchmal Mann sage und nicht Mitglied, ich meine natürlich auch die Frauen. Nicht böse sein. Okay, ist halt so drin. Gut, eine Staffel besteht aus einem Staffelführer und fünf fleißigen Helfern. Soweit alles klar. Wie sitzen Sie im Fahrzeug? Klar, der Maschinist ist der Fahrer. Auf dem Beifahrersitz, vollkommen klar. Staffelführer. Von der Staffel, Staffelführer, nicht Gruppenführer. Super. Jetzt geht's los. Der Angriffstrupp sitzt hier und ich würde sagen, merkt euch das erstmal. Und der Wassertrupp auf diesen Plätzen. Was wir jetzt schon sehen ist, wenn die fahren und sind auf Anfahrt, braucht der Staffelführer nur den Kopf nach links drehen, nach hinten und kann wunderbar mit den beiden Führungskräften sprechen. Auf der Anfahrt guckt er hier nach links. Und kann mit den Führern schon mal sprechen. Jungs, denkt dran, wenn ihr da seid. Verteiler, ne? Und was weiß ich. Keine Ahnung, was für Instruktionen. Okay, das ist für die erstmal nicht so wichtig. Deshalb sitzen die im Rücken von dem. Aber der Staffelführer guckt nach links und redet mit den Leuten. Soweit erstmal klar. So sitzt ihr im Auto. Und wie ihr euch das merken könnt, seht ihr gleich. Weil wir gehen jetzt mal kurz einen Schritt weiter. Was passiert, wenn man ankommt in der Einsatzstelle? Ne? Die kommen so angefahren. Und machen erstmal die Schiebetüren auf. Die haben nämlich Schiebetüren. Achte mal drauf. So, und jetzt? Natürlich gehen vorne die, können Sie mal Türen auf. So, die steigen erstmal alle einfach so aus, wie sie sitzen. Oh, die kommen sich nicht in die Quere. Einmal steigen sie links aus und in Fahrtrichtung rechts steigen sie auch aus. Okay, jetzt stehen die so neben dem Fahrzeug. Türen zu. Und jetzt. Wenn man diese Leute hier sieht, würden sie sich einfach, wenn sie so ausgestiegen sind, nach links drehen, sich gegenseitig auf die Schulter fassen, zack, 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 und dann wie bei der Polonaise hinter das Auto marschieren. Zack. Und guck mal da, es stehen alle richtig. Es ist sich keiner in die Quere gekommen, es musste keiner kreuz und quer laufen, die stehen alle richtig, weil sie auch hier links gesessen haben. Okay? Natürlich steht der Staffelführer dann nicht im Hintergrund, sondern macht sich dann auf den Weg vor seine Staffel. Ne? Er stand da, merken wir uns mal ganz kurz, aber der Staffelführer steht davor und würde jetzt die Staffel befehligen. In der Realität ist das so, dass die natürlich so nicht bleiben. Da kommen Leute nach mit dem MTW, mit einem anderen Transporter, Privat-PKW im Einsatz, keine Ahnung, kommen jedenfalls nach. Und dann würden sie wie folgt: An der Stelle, wo der Staffelführer ist, ist ja die rechte Hand des Staffelführers, der Melder. Und der Schlauchtrupp ganz normal dazukommen. Schlauchtruppführer, Schlauchtruppmitglied. Fertig. Und dann wird aus dem Staffelführer in dem Moment natürlich ein Gruppenführer. Ne? Klar. An der Stelle. Wichtig ist, wenn man antritt hinterm Fahrzeug. Man kann natürlich auch vorne antreten, je nach Lage. Aber wenn die so antreten. Es ist hier nicht so ganz korrekt dargestellt. Also normalerweise 2 Meter ungefähr weg, circa. Und
dass die Leute zumindest nicht hier irgendwie zu weit rüberstehen. Und sollte hier die Fahrbahn sein, müsste der Gruppenführer und die Mannschaft natürlich ein bisschen weiter nach oben. Okay, das ist nicht ganz maßstabgetreu. Ne? Also ich sag mal, man sollte diesen Bereich hier drunter und den Bereich da drüber, das würde hier jetzt passen, sollte man nicht betreten. Also man tritt hinterm Fahrzeug und 2 Meter weg an. Gut. Eigentlich logisch, ne? Gehen wir mal weiter. Es gibt einen TSF auch mit einer Sitzbank hinten. Das heißt, vorne Fahrer, Beifahrer, ganz normal. Aber hier ist so eine Sitzbank. Ich sage mal, wie die Hühner auf der Stange. Weil da ist nicht viel Platz. Die Gruppenkabine hat natürlich ein bisschen Luxus. Und dieser, so ein TSF hat dann meistens hinten diesen Aufbaukasten, wo halt die Gerätschaften drin sind. Getrennt vom Fahrraum. Ne? Okay. Wie sitzen sie? Also erstmal kommt wieder die Staffel. Natürlich, ihr wisst schon, die besteht 1,5. Wie sitzen die im Fahrzeug? Fahren tut der Maschinist, ne? Der Staffelführer vorne rechts, so. Und jetzt wieder selbe wie vorhin, denkt daran, diesen Schulterblick. Die Führer sitzen natürlich hier auf der linken Seite, um wieder die Kommunikation zum Staffelführer zu haben. Während der Anfahrt. Genial, ne? Okay. Ja, aber jetzt sitzt Angriffshof draußen. Hä? Passt das denn? Ja, und zwar haben die alle ganz normal diese Gelenktüren, nenne ich sie mal, die so aufgehen, keine Schiebetüren. Nämlich, wenn die jetzt absitzen, passiert Folgendes. Die Türen gehen auf und der Angriffshofführer hält die Tür auf. Das macht der Maschinist für sich später auch. Moment nochmal zurück. Also der Angriffshofführer hält die Tür auf. So. Damit der Wassertruppführer wunderbar aussteigen kann. UVV ist ja so ein Thema, ne? Die Fahrzeuge können schon höher gebaut sein, muss er vielleicht rückwärts schon absitzen. Das heißt, der Angriffshofführer hält die Tür auf beiden Seiten. Und der Wassertrupp steigt aus. Vorne natürlich auch der Maschinist, der hält selber seine Tür auf, ist ja alleine, da kommt ja keiner nach. Und die stehen da jetzt so. Merkt man schon, es passt wieder, ne? Genial. Also das heißt, Türen sind jetzt wieder zu, die stehen hier so, und es ist ähnlich wie vorhin. Die marschieren los, hinter das Fahrzeug. Staffelführer muss natürlich hier nach vorne. Und wenn der Rest dazukommt, ist es kein Staffelführer mehr, sondern ein Gruppenführer. Voilà, fertig, ne? Super. Das erstmal zu den TSFs. Gucken wir uns mal an, wenn so eine gesamte Löschgruppe auf einem Fahrzeug drauf sitzt, nämlich auf einem Löschgruppenfahrzeug. Egal welches, LF8 alt oder LF10-6, egal, kennt ihr. Gucken wir uns mal an. Ähnlicher Aufbau wie vorhin. Fahrer, Beifahrer und diese Gruppenkabine, die hat natürlich ein paar mehr Sitzplätze. Es müssen natürlich mehr Leute mit. Ne? So. Fangen wir erstmal an, die Gruppe zu sehen nochmal. Die Gruppe besteht aus einem Gruppenführer, Melder, Maschinist, Angriffstrupp, Wassertrupp, Schlauchtrupp. Das ist eine Stärke von 1,8. Okay, weiß ich, dass ihr es wusstet. Jetzt, wie setzen Sie sich aufs Auto? Ne? LF mit Gruppenkabine. Fangen wir an. Der Maschinist fährt einfach. Gruppenführer ist es jetzt. Ne? Ist eine Gruppe, die er führt. Sitzt vorne rechts. Wir ahnen schon, ihr seid jetzt ja nicht auf den Kopf gefallen, dass hier links sich irgendwie die Führer tummeln. Ne? Wir haben ja Angriffstrupp, Wassertrupp, Schlauchtrupp. Das heißt, die werden sich hier wahrscheinlich links irgendwo tummeln. Ist auch so. Okay, fangen wir mit dem Angriffstrupp. Sitzt hier. Wassertrupp sitzt außen. Mhm. Schlauchtrupp dazwischen. Und jetzt haben wir das Bild komplett. Führer, Führer, Führer. Ne? Alle drei reden dann mit dem Gruppenführer. Okay. Und der Platz ist noch frei für den Melder. Meistens auch so angeordnet, dass hier beim Angriffstrupp auch die PA-Geräte, die PA-Flaschen hängen, dass sie während der Fahrt sich schon ausrüsten können. Achtet mal drauf. Okay, das heißt, wie läuft das jetzt ab? Die kommen an einer Einsatzstelle. Ich würde sagen, Türen auf. Der Wassertrupp hält die Tür auf. Weil da saß eh schon weiter außen. Ne? Man wird sehen, automatisch, wenn man in diesem Löschgruppenfahrzeug sitzt, man will als Wassertrupp als erstes so rausspringen. Man sitzt ideal zum Raushüpfen. Natürlich rückwärts aussteigen bei Treppen. Ne? So, UVV. Und UVV heißt auch, den anderen die Tür aufhalten. Okay,
Das heißt, der Schlauchtrupp steigt jetzt aus. Die Tür ist offen. Vorne steigen die anderen auch aus. Wie der Ablauf jetzt auch genau ist, ob der Maschinist jetzt die Tür weiter auffällt vom Angriffshub, jedenfalls rückt man jetzt so ein bisschen automatisch so ein bisschen vom Fahrzeug weg, macht Platz für den nächsten Aussteiger. Das passiert ganz automatisch, achte mal drauf. Ohne was zu sagen, lass mal absitzen und achte mal darauf. Es entsteht automatisch so eine Tendenz nach hinten, nämlich so ein Verrücken. Okay? Jetzt, wenn die so stehen, kommt der Angriffstrupp raus und ihr seht schon, geht schon wieder auf das Schema, ne? Melder noch raus. So. Und jetzt haben wir schon wieder fast die Aufstellung, wie sie später antreten, ne? Einmal so und einmal hier. Der Einzige, der ein bisschen über ist, ist der Gruppenführer, aber der muss ja eh gleich woanders stehen, ne? Das heißt, so ist jetzt die Situation. Die Leute gehen jetzt nach hinten, im Zeitraffer ein bisschen, stellen sich auf, der Gruppenführer platziert sich dahin. Ich mache nochmal kurz zurück. Die stehen da so, gehen hinter, zack, zack. Und jetzt habe ich auch ein bisschen darauf geachtet, was ich vorhin sagte, dass ein bisschen mehr das mit den Linien passt. Ne? So stehen die in dem Fahrzeug. Hier ist Platz, 2 Meter Platz. Ne? Okay. Die gesamte Sitzordnung, die ich vorhin hatte, die ich jetzt hier auch nochmal so wieder rüber kopiert habe, findet man auch in der Feuerwehrdienstvorschrift 3, ne? Wie die Sitzordnung in den Fahrzeugen ist. Nochmal zusammengefasst, TSF mit Gruppenkabine, TSF mit der ganz normalen mit der Sitzbank und das Löschgruppenfahrzeug, wie ihr es kennt. Wir werden sehen, ob wir dazu noch ein Praxisvideo machen. Würde mich interessieren, ob ihr das noch braucht oder ob ihr euch das vorstellen könnt. Vor allem diese Bolognese, die ich vorhin sagte, wenn die Leute neben dem Fahrzeug stehen, nach hinten gehen. Aber ich glaube, das leuchtet schon ein. Ne? Genial ist, es kreuzt sich kein Weg. Es ist die optimale Aufstellung. Es ist Taktik während der Anfahrt. Ne? Immer sitzen die Führer, Angriffshubführer, Wassertruppführer, Staffelführer oder halt Angriffstrupp- und Wassertruppführer links und können wunderbar diese Kommunikation führen. Ist sehr hilfreich im Einsatz und der Melder hier kriegt auch was mit. Sollte man nicht unterschätzen. Ne? Weil der Melder ist natürlich die Rechtshand des Gruppenführers und der ist Gold wert. Der muss auch helle sein. Sonst hilft er nicht viel. Gut. Ich denke, das war nicht ganz einfach. Wollen wir uns nicht unnötig in die Länge treiben. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich natürlich immer über ein Zeichen. Ich weiß, man drückt nicht automatisch, gefällt mir. Aber macht mal eine Ausnahme. Abonniert meinen Channel. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Euer Feuerwehr-Willi. Bis dann, ne? Ciao.